Stadtgespräch Gummersbach, der GM-Erleben-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Markus vom Stadtgespräch Gummersbach, dem Podcast der GM-Erleben-Agentur. Und heute bin ich hier mit Daisifu Hendrik Hilal Klein von der Europa-Akademie. Allacht-Europa-Akademie, genau, also ein bisschen kompliziert. Erstmal schönen guten Tag, wie geht's dir? Moin Markus, sehr gut, wir sind gut ins neue Jahr gestartet und sind auch froh, dass das Training jetzt wieder weitergeht. Ja. Alle haben die Feiertage gut genutzt, ich hoffe ihr auch. Ja klar, wunderbar. Ja super. Also wir sind hier, das habt ihr eben schon gemerkt, wir sind hier in einer Kampfkunstakademie, was mich persönlich auch total fasziniert, muss ich sagen. Und es gibt viele Titel, viele Begriffe, die auch für euch vielleicht draußen nicht ganz so verständlich sind. Das macht aber gar nichts, da kommt man super rein. Hendrik, magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, was ihr macht, warum das so heißt, was ihr anbietet und legt doch einfach mal los. Sehr gerne. Also Allacht ist das Konzept von unserem Großmeister Sigung Birol Barış-Özden. Er ist ein Kampfkunstexperte. Er macht seit seinem 8. Lebensjahr Kampfkunst, Kampfsport und durch seine gesamte Lebenserfahrung hat über 200.000 Schüler unterrichtet, hat er dieses Konzept, was wir jetzt unterrichten, Allacht, aufgebaut, entwickelt. Hm. So, wir haben hier, wie gesagt, unseren Europa-Hauptstandort in dem Sinne. Das heißt, die Ausbilder werden hier fit gemacht, die Lizenznehmer werden trainiert und wir arbeiten also sehr breit gefächert. Das ist ja, wenn ich kurz unterbreche, das ist ja total cool, dass wir hier in Gummersbach einen Europa Sitz haben von so einer Akademie, großartig. Darum geht es ja auch. Wir haben uns ja auch ein bisschen erkundigt, sag ich mal, welche Bereiche sind interessant. Ne? Wir waren lange Zeit in Köln mit dem Hauptsitz und wollten aber ein bisschen mehr so, dass die Ruhe genießt, dass man in der Natur das Training machen kann, aber auch einen super Standort hat, eine super Anbindung. Und ich sag mal, bei einer Neueröffnung kam auch direkt der stellvertretende Bürgermeister auch extra noch, hat uns begrüßt, weil er auch natürlich geguckt hat, was sind das für Leute, die hier nach Gummersbach kommen. Ja. Und hat sich über den Herrn Özden, unseren Großmeister, halt schlau gemacht, gesehen, okay, also hier kommt wirklich eine professionelle Institution hin für den Bereich Selbstschutz, Sicherheitstraining auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Allacht aber auch ein Gesundheitstraining, Bewusstseinstraining. Also es ist sehr, sehr breit gefächert, was wir anbieten können. Ja. Aber Schwerpunkt war natürlich immer so ein bisschen das Selbstschutz und Sicherheitstraining. Was man ja auch gerade jetzt hier in Gummersbach natürlich teilweise manchmal mitbekommt, in bestimmten Gegenden, es kommt häufig zu Übergriffen, die Leute werden schnell aggressiv, viele Leute sind gestresst, auch gerade durch die letzten Jahre. Und das bietet einen optimalen Ausgleich. Ja. Das heißt, du kommst ja nur auch in Stresssituationen, wenn es dir selber nicht wirklich gut geht. Und wenn du einen persönlichen Ausgleich für dich hast, wie hier durch das Training zum Beispiel, du powerst dich aus, du hast aber Übungen auch für deine Atmung, für dein Bewusstsein etc. Auch so ein bisschen für Gesamtmotorik, Koordination, auch zum Runterfahren, auch ein bisschen Meditatives ist mit dabei. Ja. Dadurch hast du alle Bereiche abgedeckt, die der Mensch heutzutage eigentlich braucht. Ne? Weil was geht es heutzutage? Meistens viel Arbeit, dann sitzen, Stress, dann sitzen, alles. Sind sitzen, ja. Ne? einseitige Bewegungsmuster halt, ne? Oder halt sehr wenige. Und das wollen wir natürlich ausgleichen durch das Gesamtkonzept, was wir haben. Aber auf der anderen Seite ist halt wirklich der Schwerpunkt, es ist absolut effektiv, sehr schnell zu lernen. Wie gesagt, wir bieten es an für Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Aber Schwerpunkt ist jetzt wirklich in den letzten ein, zwei Jahren das Erwachsenentraining. Ja. Weil die haben am meisten gelitten unter der ganzen Pandemie, sage ich mal. Und da geht es darum, sich gesundheitlich wieder aufzubauen. Na, ob das jetzt teilweise Probleme mit der Atmung sind oder halt, wie gesagt, durch das wenig bewegen, einseitig bewegen. Und das Konzept zielt darauf ab, jeden individuell wirklich fit zu machen. Plus, dass wir aber auch in Firmen zum Beispiel auch Trainings anbieten oder für Firmen auch hier das Training machen. Ah, okay, ja. Weil viele haben erkannt, einfach die Gesundheit meiner Mitarbeiter ist wichtig. Das sollte mittlerweile bei vielen angekommen sein. Ja, hoffen wir mal. Und dadurch haben wir auch viele Anfragen. Und ich merke halt, wenn meine Mitarbeiter positiv sind, zum Beispiel durch die Art vom Training auch einfach diesen Ausgleich haben, dann bringen die natürlich auch eine ganz andere Art von Leistung. Weil sie dann gerne was machen, positiv sind dabei und hier bei uns eigentlich lernen, so ihren Stress so ein bisschen abzuwerfen. Ja.
Wie ist das aufgebaut? Also ich kenne das halt, weiß ich nicht, man kennt das vom Karate, vom Wing Chun, weiß ich nicht was, Judo, da gibt es die verschiedenen Gürtel. Ja. Wie läuft das hier? Also hat man, weil du sagst auch Selbstschutz und sowas, ist ja wahrscheinlich eine Sache, die man sehr schnell haben möchte. Also wenn man jetzt vielleicht in dem Bereich auch sagt, ich möchte da irgendwas für mich tun, dann kann es ja schlecht sein, dass man erstmal 7 Jahre studieren muss. Genau, richtig, da setzen wir auch an. Das heißt, durch die Erfahrung von unserem Großmeister ist das Konzept so aufgebaut, gerade auf unsere Verhältnisse hier. Mhm. Man kennt ja das traditionelle Asiatische, sage ich mal so. Genau. Erstmal 10 Jahre und irgendwann hast du deine Meisterschaft erreicht. Genau, man hat die verschiedenen, weiß nicht, Schülergrade und später sowas in der Richtung. Und das haben wir hier natürlich nicht. Das heißt, wir müssen sehr zeiteffektiv arbeiten, zeitsparend. Und das ist halt der Vorteil durch unsere eigene professionelle Ausbildung, die wir in dem Bereich gemacht haben, dass wir erstmal mit jedem, jetzt sage ich einfach mal Kunden oder Schüler halt, individuell arbeiten können, auch in den Gruppen, die wir anbieten. Na, wir haben hier die ganze Woche halt Gruppen zu verschiedenen Zeiten. Wir bieten im Grunde genommen 7 Tage die Woche, 24 Stunden Trainingsmöglichkeiten. Okay. Das heißt, entweder machst du das Gruppentraining oder kommst halt bei uns in den Bereich vom Personal Training, Business Coaching. Da machst du ganz individuell deine Termine. Mhm. Und die sollen halt auch passend sein zu deinem Alltag. Ja. Wir haben teilweise Leute, die kommen abends um 10, 11 erst durch Schichten, Jobs und so weiter. Na klar. Und nutzen natürlich besonders diese Möglichkeiten oder haben halt spezielle Anforderungen, weil sie vielleicht in einem Managementbereich tätig sind, führende Position oder halt auch speziell jetzt halt mal Sicherheitsbereich, ja. Na, zum Beispiel jetzt Polizei, Bundeswehr, aber auch immer mehr Rettungskräfte. Mhm. Hat man ja jetzt ja gesehen, Silvester. Ne? Schlimm genug, ja. Jeder wird angegriffen, obwohl die Leute kommen, um zu helfen. Und gerade in diesem Aspekt, wir waren ja auch letztes Jahr auf der Blaulichtmeile vertreten, weil wir halt dieses Selbstschutztraining für Rettungskräfte halt anbieten, dass sie wissen, okay, wie kann ich schnell effektiv reagieren und habe aber auch erstmal dieses Bewusstsein, weil das ist natürlich so ein Punkt, den wir bei allen Menschen schulen wollen, diese Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Konzentration, wenn du unterwegs bist. Weil viele sagen, ich habe gar nicht mitbekommen, was da passiert ist. Plötzlich hat er mich angegriffen. Ja. Und da sind ja immer so ein paar Schritte davor schon was passiert. Das ist interessant, dass du das sagst, ne? Weil das kennt man ja auch. Also es gibt Leute, die sind ein bisschen feinfühliger, die merken sofort, irgendwie du bist in der Kneipe oder du bist in irgendeiner Situation und plötzlich passt was nicht mehr so ganz. Es gibt Leute, die merken das und es gibt Leute, die merken das nicht. Das heißt, man kann tatsächlich auch lernen, sich auf solche Situationen einzustellen, beziehungsweise die auch zu erkennen. Also, ja klar, ne, definitiv. Weil darum fängt das Training, was wir machen, nach dem Ab-Konzept immer bei dir erstmal an. Mhm. Es geht also nicht darum, was macht mein Gegner, sondern wie bin ich selber? Bin ich mir selber bewusst, sag ich mal, in welcher Situation bin ich heute? Fühle ich mich gut oder nicht? Wo gehe ich hin? Was ist jetzt mein Ziel? Mhm. Man sieht das ja viel bei Jugendlichen, die gehen raus, sofort Kopfhörer an, dieses, jenes. Das heißt, sie kapseln sich schon ab. Mhm, sind dann so in ihrer Blase. Ne? Mhm. Genau, was passiert überhaupt um mich herum? Ne? Und da fangen wir schon an. Das heißt, die ersten Übungen, die du zum Beispiel beim Training machst, sind erstmal dafür, dass du dir selbst bewusst wirst, was mache ich, was tue ich und genau zu beobachten, wie führe ich diese Bewegung aus, auch das zu fühlen, zu verinnerlichen. Ja. Und das gibt dir halt dieses Feingefühl für dein Umfeld dann auch. So ein bisschen auch, wo bin ich, was passiert um mich herum, was ist hinter mir, was ist vor mir, was ist rechts, links, oben, unten wahrscheinlich. Ne? Dass ich mir auch deutlich bewusst mache, ich muss jetzt heute Abend um 10 jetzt sage ich mal zum Busbahnhof Gummersbach, dass ich nicht einfach dahin laufe, sondern sage, okay, ich achte ein bisschen drauf, was sind da für Leute, dass mir keiner zu nahe kommt vielleicht, dass ich mehr beobachte und nicht mich dahin stelle, nur auf mein Handy gucke und mich dann wundere, okay, plötzlich hat er mich angegriffen. Ja. Ja, das ist halt das. Und wenn du aber schon aufmerksam bist, wachsam bist, dann hast du ja schon eine ganz andere Ausstrahlung. Mhm. Gleichzeitig ist dieses Feingefühl aber auch wichtig, ich sag mal, auf den täglichen Umgang bezogen. Mitarbeiter etc. Das heißt, wenn du merkst, dem Kollegen geht es nicht so gut oder du bist in einer führenden Position, du musst ja auch merken, okay, wie geht es meinen Leuten? Ja, klar. Na, hat da jemand eine Krise oder schlechte Situation? Das zu ignorieren bringt mir ja nichts. Aber ich muss schon ein bisschen mal, wie gesagt, dieses Fingerspitzengefühl haben, mit den Leuten umzugehen. Und das passiert halt, wenn du mit dir selber erstmal bewusst dieses Training zum Beispiel machst. Ja. Auch dich in verschiedene Bereiche bringst, das ist ja unsere Aufgabe. Das heißt,
du hast ruhiges Training, um erstmal runterzukommen, abzuschalten, für das Training bereit zu sein. Dann hast du hier viele Partnerübungen, du hast Koordinationstraining, du hast auch wirklich Power-konditionelles Training nochmal zusätzlich und lernst dadurch mit dir und mit jemand anders zusammenzuarbeiten. Mhm. So, ob das nachher eine Selbstschutzsituation ist und du lernst passend zu reagieren oder ob das im Job eine Anforderung ist, du lernst passend zu reagieren. Also das Konzept ist sehr, sehr vielseitig. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade auch, also du sagst, das Momentfokus eher Erwachsene, die jetzt so nach der Pandemie wieder irgendwie raus wollen, was für sich tun wollen, sich fit machen wollen, vielleicht auch, du sagtest, Atemtraining zum Beispiel, wahrscheinlich auch für Fälle, die wirklich Probleme gehabt haben durch Covid. Wie ist das im Bereich Kinder? Weil ich sag mal, gerade Kinder, wenn man früh anfängt, die und die Bock drauf haben, dass man denen schon hilft, so ihre Sensorik irgendwie ein bisschen auszubauen. Habt ihr da auch irgendwie Angebote, die konkret sind? Was das, also gibt es einen Kinderkurs oder wie macht ihr das? Einen Kinderkurs, wir fangen schon ab 4 Jahren an. Ach krass, ja, okay. Das ist auch schon etwas, was uns von vielen anderen abhebt einfach, weil wir sagen, es ist natürlich wichtig, in bestimmten Entwicklungsphasen schon anzufangen. Und gerade im Alter von 4 bis 6 haben die meisten Kinder einen sehr starken Entwicklungsschub. Ja. Und deshalb sagen wir, okay, dann fangen wir da schon an zu trainieren. Der Vorteil ist, es sind alles naturelle Bewegungen, was die Kinder machen. Und wenn man die Kinder beobachtet, haben die eigentlich schon viel diese Bewegung intus, sage ich mal. Ja. Einfach naturell, das sind natürliche Sachen. Und die Erwachsenen verlernen das eher. Das ist so ein bisschen auch das, wenn so ein Kind hinfällt, denkt man, oh mein Gott, das arme Kind, aber das Kind tut sich gar nichts, weil das weiß, wie man hinfällt. Ne? Genau, weil es einfach auch locker ist. Ja, genau. Und der Erwachsene fällt, verkrampft sich und verletzt sich dann. Und dann bricht was, ja. Ja, manchmal bei ganz banalen Sachen wirklich schwere Verletzungen. Aber wenn du hier lernst, so ein bisschen locker zu sein, und das ist auch wieder das, was Alacht eigentlich so widerspiegelt, locker, schnell, dynamisch zu reagieren. Mhm. Auch wenn ich angegriffen werde, ist wichtig. Dass ich auch nicht versuche, mit Kraft was zu machen, weil das macht dich langsam, das blockiert dich eher. Sondern dass du lernst, schnell fließend zu sein. Mhm. Ne? Entweder sofort der Treffer oder auch schnell fließend einfach aus der Situation raus. Ja, ne? Also ja sicher, klar. Je früher du das merkst, du kommst schon weg, ist optimal. Aber du musst halt so ein bisschen deine Sinne dafür schärfen, um mitzukriegen, was passiert um mich herum. Einfach, ne? Das ist das A und O. Cool. Wie sieht das so aus? Es ist die Europa-Akademie. Genau. Wie viele Menschen, wie viele Personen gehören denn der Akademie an? Also wie groß ist das Ganze? Das interessiert mich total. Also wo habt ihr noch Standorte? Wie muss man sich das vorstellen? Du musst dir so vorstellen, wir haben 17 Standorte allein bundesweit. Okay. Na, und hier in Gummersbach allein schon ist ja Gesamteinzugsgebiet Oberberg halt, haben wir knapp über 300 Mitglieder. Ja. Ne, verteilt wieder auf die verschiedenen Gruppen, auf die Personal Trainings, was wir machen, weil viele suchen natürlich immer individuelle Möglichkeiten heutzutage. Mhm. Na, manche sagen, okay, ich schaffe das zeitlich nicht anders, jetzt mache ich meine Gruppe. Dann habe ich ein-, zweimal die Woche mein Training, das ist okay. Mhm. Aber viele haben schon höhere Ansprüche an sich selber durch das, was jetzt war insgesamt und wollen halt individueller nochmal gefördert werden. Dann kommen die halt wirklich flexibel von sich zu den Zeiten. Und europaweit haben wir über mehrere tausend Mitglieder halt. Ne? Und der Vorteil ist auch heutzutage durch die Kombination von Online und Live, ja. Ne? Was sich ja auch natürlich ein bisschen durch die ganze Zeit entwickelt hat, haben wir noch größere Erfolge. Ja, das heißt, wenn ihr hier, weiß ich nicht, euren Kurs habt oder so, dann wird der gestreamt und die Leute können sich mit aufschalten, weil sie, richtig, weiß ich nicht, an dem Tag vielleicht gerade eine Geschäftsreise machen oder in Urlaub sind oder was auch immer, aber das nicht. Der ist dann irgendwo, das kann sogar in Amerika sein, sonst ja, in seinem Hotel, dann hat seine Dienstreise, schaltet sich passend mit zum Training ein. Er braucht ja auch nicht viel Platz dafür. Mhm. Ne, sag ich mal so 1,5 Meter, das reicht schon. Dann macht er da sein Training mit, verpasst dadurch nichts. Mhm. Ne? Und die anderen machen hier live ihr Training. Das ist Schwerpunkt von unserer Arbeit halt heutzutage. Gibt es denn im Training, das frage ich aus eigenem Interesse, ich habe mal eine Weile Wing Chun gemacht. Ja. Gar nicht weit, aber also bin gar nicht weit gekommen. Aber da kenne ich das, es gibt halt so feste Formen, die man halt übt, so Bewegungsmuster, die man irgendwie einstudiert. Gibt es das auch im Alacht? Du hast das natürlich, eine gewisse Art von Formtraining, um deine Basis aufzubauen. Mhm. Man muss sich vorstellen, wir sagen so, dein Körper ist dein Haus, ne? Und das wird halt aufgebaut, richtig ausgerichtet, damit es ja stabil und funktionierbar ist. Mhm. Und die Form, was wir zum Beispiel machen, ist dafür da, dass der Körper sich an bestimmte Bewegungsabläufe gewöhnen kann. Das heißt, Bänder, Muskeln, Sehnen müssen ein bisschen trainiert werden, aufgebaut werden. Aber auch da ist der Vorteil,
Du brauchst keine extreme Sportlichkeit oder Dehnbarkeit aufbauen. Wir haben zum Beispiel unsere Tritte maximal bis Unterleibhöhe. Mhm. Das reicht. Alles, was da drüber geht, dafür haben wir unsere Hände. Mhm. Na, brauchst also nicht wie bei anderen Kampfsportarten, wie ich dann irgendwie Spagat oder irgendwelche Hochtritte und sowas. Das wird ja gar nicht umsetzbar sein für viele. Na, deshalb bleibt alles in einem naturellen Rahmen. Aber wird halt schon durch diese Form zum Beispiel passend Stück für Stück aufgebaut, ja. Damit du eine Grundmobilität hast. Ja klar, also ist wie wenn du sagst, ich mache hier, weiß ich nicht, 2-3 Mal die Woche mein Yoga-Ding, da will man ja auch die Beweglichkeit ein bisschen schulen und ausgleichen vor allem, also Schwächen richtig. Ausgleichen, ja. Damit eben nichts ins Ungleichgewicht eigentlich geht. Ne? Ja, und das haben wir natürlich gerade heutzutage durch die Arbeitshaltung von den meisten Menschen. Ist ja alles so nach vorne gerichtet, Richtung Laptop, Computerarbeitsplatz oder irgendwas. Da fehlt sehr viel von der Gesamtkoordination. Mhm. Und da wollen wir auch hin. Das heißt, im Bereich von L8, das nennen wir L8-Humanmechanik DAO, ist also dieses Konzept einzusetzen, wie es passend für unseren Körper ist. Mhm. Manche reden von Biomechanik, aber wir sagen speziell, human, es geht um den menschlichen Körper. Und dass wir lernen, unseren Körper wirklich bewusst zu bewegen, in alle Richtungen. Was ist die Funktionalität von meiner Schulter, von meinem Rücken, von meinem Bein? Mhm. Und das halt wieder auf Vordermann zu bringen, so ungefähr. Ja. Wie ist das, wenn jetzt Leute kommen, die sagen, ich möchte gerne was für mich tun, vielleicht auch nach einem Unfall oder ich hatte eine Knie-OP oder ich habe wirklich Probleme mit dem Rücken. Können die jederzeit kommen und sagen, pass mal auf, so und so sieht's aus, kann ich bei euch was machen? Richtig, also jeder kann bei uns was machen. Das ist halt der Vorteil. Wir sagen, du musst nicht passend sein zum L8, sondern wir machen L8 passend zu dir. Ja. Ne? Und die Erfahrung hat gezeigt, dass es absolut effektiv ist. Wir haben schon vom, wie gesagt, jemand, der seine Reha-Phase hat, sag ich mal, nach dem Unfall, bis hin zum Rollstuhlfahrer, also egal was, jeder kann L8 trainieren. Mhm. Ne? Weil für uns ist nicht wichtig, ob du jetzt ein oder zwei Arme hast, sondern wenn du nur einen Arm jetzt als Beispiel hättest, gut, dann muss ich ja als Ausbilder in der Lage sein, das Konzept mit dir passend zu trainieren. Dann setzt du halt einen Arm ein. Mhm. Ne? Genauso wie der Rollstuhlfahrer seinen Rollstuhl als Beine halt einsetzt. Ich muss das Konzept einfach passend nehmen. Und dadurch, dass es so sehr flexibel aufgebaut ist, kann es wirklich jeder umsetzen. Das ist halt das Schöne daran. Ja. Das klingt super, das klingt großartig. Ich frage direkt schon mal, wie findet man euch? Was gibt man ein im Internet? Das Einfachste ist natürlich über unsere Homepage. Ja. Das heißt einfach über www.al8.de, wobei da wichtig ist, 8 ist ja mit 2a geschrieben. Genau. Ne? Bindestrich dazwischen oder? Ohne Bindestrich. Ohne Bindestrich. Direkt zusammen. Al8 mit Doppel-A bei der 8. Richtig. Alles klar. Dann können die Leute da schon mal reinschauen. Ja, dann finden die uns direkt. Wir sind aber auch mit der Europa-Akademie, wir sind bei Facebook, bei Instagram vertreten. Ja. Also auch... Wenn man es mit einem A schreiben sollte, jeder findet uns eigentlich direkt. Okay. Oder man sucht halt nach unserem Großmeister, Birol Barisch Özden, den findet man auch dann sehr schnell. Und da kann man sich informieren, Termine ausmachen für ein Probetraining oder auch ein Beratungsgespräch, wenn man sich vielleicht ein bisschen unsicher ist. Mhm. Weil viele denken natürlich so oft bei Kampfsport, da muss ich jetzt irgendwie besonders hart irgendwie daran oder irgendwas. Aber wenn die Leute uns einmal kennengelernt haben, gesehen haben, okay, wie arbeiten wir mit euch, machen so ein erstes Training so zum Kennenlernen, fallen diese ganzen Barrikaden sofort schon mal weg. Na, weil so vom normalen Kampfsport sind wir doch sehr weit entfernt, denn es geht halt wirklich darum, dich halt fit zu machen, das ist meine Aufgabe. Mhm. Na, wenn du jetzt zu mir kommst, Markus, und sagst, ich will jetzt wieder was für mich tun, dann muss ich das ja passend zu dir machen und kann nicht sagen, okay, jetzt musst du so. Dann musst du sagen, ja, kann ich vielleicht nicht. Ja. Na? Dann würdest du nicht zufrieden sein. Also ist meine Aufgabe, genau auf dich einzugehen, genau zu gucken. Und das ist ja auch, was wir auch bei den Kindern und Jugendlichen machen. Wir nehmen die so ernst, auch wie die sind. Wir wollen die nicht ändern, sondern sagen, okay, wir sind die einzelnen Personen und arbeiten dann passend mit dazu. Mhm. Dadurch haben ja auch viele zum Beispiel, auch junge Erwachsene, sage ich mal, Probleme mit Studium, Ausbildung teilweise, weil überall nur ein festgefahrenes Programm ist. Aber gar nicht auf die Talente oder Defizite von Einzelnen eingegangen wird. Ja, klar, kennt man. Weil das ist natürlich viel Arbeit. Ja. Und wir wollen aber mit jedem halt wirklich das gemeinsam auch durcharbeiten. Mhm. Darum ist zum Beispiel auch ein Feedback für uns immer wichtig. Ich glaube, man sieht das natürlich auch jetzt speziell Google heutzutage, ist ja einfach halt aussagekräftig. Du hast deine Google-Rezension und die sind bei uns halt sehr positiv. Mhm. Das ist der Vorteil, weil die Leute sehr begeistert sind, weil die sehen, es ist individuell, es ist professionell, es ist sehr persönlich und intensiv. Und ja,
das suchen sie halt. Es war so ein Miteinander eigentlich. Ne? Genau. Ich wollte darauf eingehen zum Schluss vielleicht mal. Du sagtest eben schon, ihr wart auf der Blaulichtmeile letztes Jahr. Ich habe euch gesehen in der Innenstadt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Veranstaltung das noch war. Da war auch irgendwas da. Verschiedene, weil man sieht euch häufig. Genau. So, ne? Und das ist ja, also ich sitze ja hier, weil ihr auch Mitglied seid im GM-Erleben-Verein. Ja. Was heißt das für euch, wenn ihr euch, ich sag mal, so engagiert in so einem, ja, in so einer Initiative, in so einem Verein, der, ja, ich sag mal, die Wirtschaft vor Ort irgendwie stärken soll? Es ist ja mittlerweile mehr als nur der wirtschaftliche Gedanke, Richtig. Der da mitspielt. Was ist daran für euch wichtig? Das ist auch der Punkt, der uns bei Gummersbach Erleben eigentlich besonders fasziniert, ist wirklich mir dieses Miteinander. Mhm. Es ist nicht rein auf das Wirtschaftliche, auf das Geschäftliche bezogen, sondern wirklich so, man sagt sich, okay, was können wir zusammen hier erreichen, um den Standort schöner, attraktiver zu machen, aber auch, dass die Leute, die da sind, sich einfach wohlfühlen. Also genau das, was wir hier machen, in unserem Rahmen, jetzt sage ich mal hier in der Akademie, ist das gleiche Konzept, was wir auch dann mit anderen gerne machen möchten. Das heißt, unterstützen, helfen. Wir haben den Weltkindertag hier mit unterstützt, waren mit aktiv dabei. Da habe ich euch gesehen, genau. Und auch da, wir bieten überall gerne unsere Hilfe an. Wie gesagt, bei der Blaulichtmeile, es war ein sehr, sehr großer Erfolg. In dem Sinne, weil wir vom Veranstalter als einzige, ich sage jetzt mal Kampfsportler halt, eingeladen waren, weil wir halt diesen Eigenschutz, Eigensicherheit halt speziell trainieren. Mhm. Weil viele haben keine Ahnung davon, aber unser Großmeister hat schon immer halt mit Polizei, SEK und so weiter gearbeitet. Er weiß genau, wie die Voraussetzungen da sind, was die Ansprüche sind, die diese Personen haben. Und dass sie natürlich in einer Stresssituation, auch Ersthelfer, jetzt Rettungskräfte, haben natürlich erstmal den Fokus eigentlich auf die Person, die es zu retten gilt. Mhm. Und gar nicht so auf sich bezogen, weil die sagen, okay, ich komme jetzt zum Helfen. Und das musst du halt immer weiter schärfen, dass also jeder wirklich da in der Lage ist, diese Wachsamkeit zu haben. Mhm. Und das haben wir auch festgestellt, also ich finde das gerade bei Gummersbach Erleben interessant, man achtet viel auf jeden, der dabei ist. Ja. Ne? Also das ist so dieses, wirklich dieses Gemeinschaftliche, dieses Miteinander. Und dadurch glaube ich auch, dass diese Gruppe, die es jetzt halt gibt, viel mehr schaffen kann, weil auch diese persönliche Verbindung schon einfach da ist. Und wir sind ja auch sehr herzlich aufgenommen worden, das war auch sehr schön. Und und bieten auch jederzeit gerne unsere Hilfe und Unterstützung an dafür. Mhm. Abschließend vielleicht, was würdet ihr von alle acht euch wünschen, so für Gummersbach und die Region? Was fehlt vielleicht noch oder was ist auch gut? Also ich finde, man muss halt offen mit allen Vorschlägen oder Anregungen halt umgehen können auf der einen Seite. Jeder sollte aber auch akzeptieren können, wenn Sachen vielleicht nicht umsetzbar sind, was sich der eine oder andere halt wünscht, weil es ist ja kein persönliches Wunschkonzert, sondern es geht wirklich um dieses Gemeinschaftliche. Und ich denke mal, da ist der Verein an sich, auch gesamt die Ausrichtung, eigentlich schon auf einem sehr guten Weg. Gerade, dass man gemeinsam sagt, okay, wir wollen aus diesen letzten Jahren, okay, was hat man gelernt, was hat man für Erfahrungen mitgenommen? Und das jetzt halt wirklich nochmal einfach nach vorne zu treiben, auch versucht vielleicht Gummersbach so ein bisschen auf ein neues Level irgendwo so ein bisschen zu bringen halt. Ne? Mhm. Auch wenn man sagt, dass man so ein Konzept, wie wir das zum Beispiel auch haben, ein bisschen mehr verbreitet, weil wir haben überall Anfragen, ob das jetzt Schulen sind, ob das aber auch teilweise andere Studios, Fitnessstudios sind oder sowas. Weil wir sind so ein Bindeglied, ne? Von einfach nur Fitness hin zum Selbstschutz, Selbstbewusstsein, weil auch im Fitnessstudio siehst du zum Beispiel, viele Frauen arbeiten da. So, das teilweise aber auch abends bis 10, 11. Ne? Und wenn solche Personen halt dann abends nach Hause müssen, es ist dunkel, es ist kalt, du weißt, es sind komische Leute einfach da, dass man da noch ein bisschen mehr dieses Bewusstsein schärft. Auf der einen Seite natürlich sagt, okay, was kann die Stadt organisieren? Ja. Das war auch so ein bisschen Kritikpunkt überall, wo alle gesagt haben, okay, die Nachtbeleuchtung halt runterfahren und einschränken ist genau der falsche Weg. Ne? Wo mehr dunkel ist, ist auch mehr Ungeziefer so ungefähr. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ja, und dass man da noch ein bisschen mehr das wirklich aufbauen kann. Und da kann man auf gemeinsame Erfahrungen bauen. Und das haben wir auch bei der Jahreshauptversammlung auch gemerkt, durch die Gespräche. Also es ist ein enormer Bedarf und da sollte man auch, finde ich, am falschen Ende nicht sparen. Mhm. Dann würde ich sagen, okay, man muss ein bisschen was tun, vielleicht das Bewusstsein schärfen, Möglichkeiten bieten,
Und da sind wir auch jederzeit gerne dabei und unterstützen das auch durch unser Fachwissen. Plus natürlich, wie gesagt, unser Großmeister ist jetzt 62, macht den Großteil seines Lebens Kampfsport, hat mit vielen verschiedenen Institutionen schon gearbeitet. Er hat einen enormen Wissenspool dadurch und Kontakte. Und das bringen wir gerne mit rein, wenn da die Möglichkeit besteht. Fantastisch. Lieber Henrik, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Markus. Und für euch draußen www.al8.de, richtig? .de, genau. Alles klar. Schaut euch das mal an und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Stadtgespräch Gummersbach. Genau. Vielleicht ganz kurz, wir sind auf der Eulenhardtstraße 1a. Alles klar, Eulenhardtstraße 1a. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war der Markus von der GM, ihr lieben Agentur.